Sei gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 5. Ja, wir sind hier in Mundglau. Naja, nicht ganz in Mundglau, aber in der Nähe von Mundglau. Wir müssten jetzt... Moment. Cutter. Wir müssten jetzt hier irgendwo sein. Hier, glaube ich. Genau. Und, da hatten wir ein Zelt, in dem ein paar Leute drin waren. Schlafen die noch? Ja, die schlafen noch. Da würde ich mal ganz gerne warten, bis die mal wach werden, damit wir mit denen reden können. Na ja, Schlafmützen. Bis die wach sind, ist das ganze Spiel rum. Machen die... doch, jetzt wachen sie auf. Okay. Sehr gut, dann wollen wir mal mit den zwei reden. Erstmal mit ihn hier. Oder mit ihr. Ah, das ist ein Junge. Okay. Ja, wir sind neu in Mundglau. Das ist der Malik. Okay, sehr schön. Unsere Zukunft? Ach, mit dem hatten wir, glaube ich, auch was über Glasschwerter. Okay. Sein Beruf ist, Erzeugnisse aus Mundglau zu verkaufen. Die Stadt der Ehrlichkeit und der Magie. Eine Zunge abschneiden, das ist ja schon ziemlich heftig. Also, das ist ja wirklich heftig. Wer ist Siona? Ja, das stimmt, es gibt einen großen Wald, da waren wir auch schon drin. Ja, mit Epp haben wir geredet und er hat auch gesagt, er soll mit ihnen über das Glasschwert reden. Hehehe, okay. Das ist wohl wahr. Okay, das ist also der Kanzler. Ein adliger Klugscheißer, okay. Nee, wir sagen das nicht. Moment, ihr sagt ihm doch nicht, dass ich das gesagt habe. Okay. Ehrlichkeit. Ja, das ist der einer der 8 Tugenden des Avatars. Stimmt. Okay, der Schrein. Avatar. Okay, mal sehen. Ja, die, wo die Quest bestand, wurde schließlich Avatar genannt. Ja, die Geschichte kennt man zu gut. Wollen wir als Perlenkette? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. 3 Goldstücke. Naja gut, sagen wir mal ja. Okay. Spielen. Okay, jetzt fragen wir ihn doch mal nach diesem Glasschwert.
Okay, der Sven, ja, in Ordnung. Okay, es hat anscheinend aber nicht geklappt. Okay, dann müssen wir mal nach einem Sven in Bacanias Den suchen, wie es aussieht. Ja, die Insel kennt man ja. Waren wir zwar noch nicht, aber gut. So, dann reden wir mit ihr. Mit seiner Mutter. Yes. So, dein Name? Achso, hast du schon gesagt. Beruf. Oh, sie dient dem Hohen Rat. Okay. Das heißt, den haben wir ja auch schon gesucht und einen schon gefunden gehabt. Fragen wir erstmal meinen Hohen Rat, das frage ich als letztes, denke ich. Okay, das hört sich an, als ob das eine neue Aufgabe werden könnte. Die Kristallträne suchen. Okay, aber ich glaube, ich weiß, wer die Träne hat. Mit dem reden wir doch gleich nochmal. Stadt der Ehrlichkeit. Ja, wir reden mal mit ihnen drüber. So, Don Piat. Das ist der Vertreter im Moonglows, haben wir ja schon gehört. Ein Mitglied der Unterdrückung, ja. Von mir wird er die wahre Identität nicht rauskriegen. Weil das wollen wir ja nicht, dass einer aus dem Hohen Rat erwischt wird. Die suchen sie ja. Natürlich kannst du uns vertrauen. Malik? Warum so schüchtern? Wir haben uns schon unterhalten. Okay. Giorgio? Nicht Roma, okay. Zukunft? 15 Goldkronen. Ja, in Ordnung. Unser Pfad ist also dunkel. Viele Gefahren. Okay, das wussten wir selber schon. Seine Kronjuwelen. Lord Bridges, seine Kronjuwelen. Das hat sich irgendwie versaut an. Egal. Insignien seiner Macht, ihr werdet sie brauchen. Okay, das ist gut zu wissen. Eine Insel im Meer, weit im Süden. Von drei riesigen Vulkanen geboren. Okay. Es hat sich ja interessant angehört gehabt, was sie erzählt hat. Okay, aber ja, wir hatten noch einiges anderes zu erzählen, sagen. Allerdings,
Ja, kriegen wir das alles nochmal hin? Roma, Kroatia, Zigeunerinnen, Handwerker. Zukunft war klar, Kristallträne war klar. Hatten wir schon. Magische Eigenschaften, das hatten wir noch nicht. Ja, machen wir gerne. Ja, das hatten wir auch schon. Ja, reden mit ihnen. Aber hoher Rat hatten wir auch noch nicht. Okay. Acht andere Leute waren es, genau. Das ist erst die zweite, wo wir getroffen haben vom Hohen Rat. Ja, das hat man, die Wörter der Macht. Eins kennen wir ja schon. Die Schattenfürsten, Herkunft ist dunkel, Magie ist schwarz, okay. Oh, das ist gut. Munglau ist jemand, der uns helfen kann. Zacharia. Im Turm im Osten der Stadt. Okay, das könnte wirklich interessant sein. Okay, und wen soll man nachts besuchen, wenn er wach ist? Okay. Den Schlüssel müssen wir dann nachher noch mitnehmen. Okay, gut. So früh wie möglich machen wir doch. Dann haben wir noch Blackthorn. Ja, wissen wir. Das hatten wir, das hatten wir. Lord British hatten wir noch nicht. Dann die Schreine. Ja, klar, Mantra. Okay, da haben wir das nächste. Okay, das Mantra der Ehrlichkeit ist am. Kennen wir ja eigentlich aus dem vierten Teil schon, aber es ist gut, es ist auch hier zu erfahren. Ha. Jetzt noch die Wörter der Macht. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das brauchen wir. Phalanx, sehr gut. Das heißt, wir haben das Mantra und ein neues Wort der Macht. Das ist gut. Außerdem eine neue Queste, der Kristallträne. Und wir können vielleicht was über die Schattenfürsten rauskriegen. Ich glaube, das war's dann von hier. Und da haben wir den Schlüssel zur Sternwarte. Der kommt mit. Schlüssel zur Sternwarte, sehr gut. Und da haben wir das Hauptquartier des Widerstandes. Den Schlüssel sollte Blackthorn nicht bekommen. Gut. Jetzt würde ich sagen, reden wir nochmal wegen den Jungen, wegen dieser Kristallträne. So, ja, da haben wir es doch. Kristallträne. Okay, er will es nicht sagen, solange sie da ist. Also in ihrer Umgebung. Das heißt, wir sollten irgendwann mal wiederkommen, wenn die getrennt sind, wenn er nicht bei ihr seiner Mutter ist. Dann kriegen wir vielleicht da ein bisschen mehr raus. Okay, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Stadt. Weil ich weiß nicht, wann der da rausgeht. Na, toll. Dich umgibt eine Aura der Falschheit. Das heißt, wir brauchen diese Stadt gar nicht erst zu betreten. Das wäre vergebliche Mühe. Naja, gut, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um in der Gegend. Das Lyzeum ist ja auch noch hier. Das könnten wir vielleicht auch einen Besuch abstatten. Okay, da geht's. Nee, doch, da geht's weiter, oder? Ja, da geht's weiter. Naja, und da geht's auch noch mal weiter. Sehr schön. So, da können wir so quasi um die Stadt herumlaufen, wie es aussieht. Und da ist noch was. Da ist noch eine kleine Insel.
laufen wir erstmal hier ganz kurz rum. Kommen wir da rüber? Nee, oder? Doch, da kommen wir rüber. Ist ja mal krass. Was ist denn das für eine Stadt? Ich muss mal ganz kurz in der Karte schauen. Ja, das ist diese kleine hier. Hoppla. Das wollte ich noch gar nicht. Haben wir denn hier irgendetwas auf dieser kleinen Insel? Irgendwas von Wichtiges, was wir benutzen können, sammeln können? Das sieht nicht danach aus. Im Moment jedenfalls scheint die Insel relativ unwichtig zu sein. Es ist halt da, sagen wir es mal so. Naja gut, dann zurück. Wollen wir noch komplett um die Stadt rumlaufen? Ich weiß es nicht. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Norden erstmal. In der Stadt werden wir früher oder später eh nochmal reingehen. Sobald diese blöde Aura weg ist. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hier über die Brücke, schauen, was hier drüben ist. Und machen mal noch eine Schnellspeicherung. Vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass wir den Jungen treffen, ohne dass seine Mutter in der Nähe ist. Ah, Moment. Da ist jemand. Zählt die falsche Aura immer noch hier, oder? Nee, anscheinend zählt die Aura hier nicht mehr. Nur für Moonglow für die Stadt selber, nicht für außerhalb. Das ist Siona, okay. Ach, das ist diese Holzfällerin, von der wir gehört haben. Ein arroganter, herausgeputzter Magier, ja, okay. Ja, Malik haben wir schon kennengelernt. Von Chu kommen wir gerade. Ja, wissen wir. Den kennen wir ja schon irgendwoher. Glitzernde Gegenstände. Da könnte vielleicht das Ding auch sein, oder? Diese Kristallträne, je nachdem. Naja, wie dem auch sei. Das dürfte dann eher Mann sein, schätze ich mal. Dann würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge mit ihm. Es ist ganz gut, dass da die Aura nicht hier ist. Sondern nur in der Stadt selber. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Also dann, ich wünsche euch was, macht's gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.